Song machen. Heavenly with Heidi. Ey, ich würde dich so gern ausfragen. Armin Laschet. Er geht einfach von Insel zu Insel und lootet ja alle. Ich glaube, der stirbt am ersten Tag. Okay, was wir jetzt machen, ist, wir haben hier eine Tierlist. Du bist ja die Expertin für die Wildnis, für Überleben in der Wildnis, für Seven vs. Wild. Du weißt alles, du kannst alles. Das heißt, du bist die Expertin, die mithelfen kann, einzuordnen hier Personen des öffentlichen Lebens in verschiedene Ränge, in eine Tierlist von, wie gut können die überleben bei Seven vs. Wild. Wer gewinnt da, wer stirbt vielleicht, das weiß man nicht. Die folgenden Kategorien haben wir. Wir haben, erste Kategorie ist, die Person gewinnt und bleibt für immer in der Wildnis. Zweite Kategorie: Die Person verliert einen Arm, zieht aber trotzdem durch. Das ist einfach Dedication an der Stelle. Einfach, es läuft das nicht so gut. Das ist Macher. Macher. Drittens ist, die kriegt eine Psychose und dreht total durch, was auch immer das heißt. Keine Ahnung. Ja. Viertens ist, die Person heult rum und lässt sich nach 2 Tagen abholen. Also eher so unnötig abholen. So, eigentlich hätte sie weitermachen können, aber Mentale Sachen haben sie nicht dann. Okay. Ja, und sie stirbt am ersten Tag. Das ist sozusagen die unterste Stufe von, wie gut man bei Seven vs. Wild sein kann. Okay, wir fangen an mit der ersten Person, die gute Alicia Joe. Sachen kennst du bestimmt. Habe ich schon mal gehört, auf jeden Fall. Die ist eine taffe Frau. Also die ist vom Kopf her, ist die sehr, also ist eine sehr smarte Frau. Okay. Aber ich weiß nicht, wie sie körperlich drauf ist. Das kann ich ganz schlecht einschätzen. Ja, ist immer die Frage, also ich glaube, viele unterschätzen Mindset, sag mal, würde ich einfach mal so sagen. Ja, ich kann mir vorstellen, sie ist körperlich nicht so strong. Ja, okay. Aber sie zieht auch durch, wenn sie einen Arm verlieren würde, glaube ich. Deswegen würde ich das sehen. Dann haben wir auch schon mal die erste Person. Die zweite Person ist Anni. Anni. Wie schätzt du Anni ein? Du bist der Experte. Basically. Anni ist eine Hustlerin, auf jeden Fall. Also Durchzieherin, mein Löwe, mein Bär, Kämpferin, starke Frau. Aber, also ich habe eine These, dass dadurch, dass sie immer so viele Cosplays macht, dass sie einfach irgendwann absolut durchdreht und schizophren wird einfach und eine Psychose kriegt. Ja, weil sie so viele Rollen manchmal spielt. Ja, ich glaube, das ist das Ding. Deswegen würde ich sagen, kriegt Psychose und dreht durch. Ja, einfach so, dass sie dann in verschiedene Cosplay-Rollen schlüpft. Ja. Weil du hast ja auch da keine, du hast ja keine Freunde. Das ist ja, du bist ja komplett abgekapselt. Gar keine Kontakte, gar ausfragen. Darf ich fragen, ob das eine harte Belastung war, dass du mit niemandem reden konntest? Ja, normal. War das schlimmer, als du gedacht hattest? Ja, normal. Ja, klar. Ja, was heißt normal? Also wenn es schlimmer ist, als man gedacht hat, ist es sondern unnormal. Naja, im Sinne von man hat manche Sachen überschätzt und andere Sachen unterschätzt, sagen wir einfach so. Und das hast du tendenziell unterschätzt? Ja, haben wir aber, glaube ich, alle. Also ich glaube, jeder eigentlich. Okay, das heißt, Anni kriegt eine Psychose. Ja. Aber zieht durch so, ne? Ja. Als nächstes haben wir den Apo-Red, alle echten. Ich glaube, der stirbt am ersten Tag. Ich befürchte auch. Ja, ja. Und das, ich glaube, also der würde nicht, mitmachen, um vor seiner Reichweite, um sich vor der Insolvenz zu retten. Aber ich glaube, der wird am ersten Tag, also allein, was ich da so halbwegs mitkriege durch diese ganzen Lügenkonstrukte, in denen er sich befindet, ist, glaube ich, viel Schein, aber wenig Sein. Deswegen denke ich, der macht sich lang, der Kollege. Ich glaube auch, dass er es so darstellen möchte, als würde er nicht sterben. Der würde so eine Wunde am Bauch haben, dass er so ausblutet gerade, aber wird das nicht zeigen. Und sonst läuft schon total blass an, aber hält noch die Kamera die ganze Zeit und sagt so, ey, läuft bei mir voll gut. Das ist nur, ne, ich habe gerade so einen Blutungsmodus aktiviert. Das ist voll der Trick so. Ich glaube auch, das würde ich sehen. Okay, das heißt, blutende Hase. Der blutende Hase. Als nächstes haben wir Armin Laschet. Einer der Kanzlerkandidaten bei der letzten Bundestagswahl. Leider hat er nicht gewonnen. Ich habe ihm sehr die Daumen gedrückt, aber er hat es leider nicht geschafft. Da habe ich auch eine Theorie. Okay. Ich hätte die Theorie, dass er auch stirbt. Ja. Aber vielleicht nicht am ersten Tag, aber ich stelle mir das so vor, er ist halt auf so einer tropischen Insel und irgendwann kommt so eine Überflutung. Kommt so eine, ne, also alles wird überflutet. Und er klettert nicht auf den Baum, er schützt sich nicht, weil er so hart lachen muss. Weil wenn er Überflutung sieht, muss er so mega lachen die ganze Zeit, dass er halt so ein bisschen so ausgenockt ist, so, weißt du? Er ist halt so paralysiert, weil er lacht die ganze Zeit so ha 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 und dann dann stirbt er halt. Gott. Ich glaube, er stirbt. Also ich glaube an der Flut halt, durchs Lachen. Ja. Als nächstes haben wir ihn hier. Weißt du, wer das ist? Sieht mir aus nach einem Gangster-Rapper. Ist es Flair. Lange nicht mehr gehört von Flair. Ich glaube, Flair ist so einer, der heult rum und lässt sich nach 2 Tagen abholen. Hatte der nicht mal so ein Diss-Track-mäßiges Ding, wo der komplett lang gemacht worden ist? Naja, also schon irgendwas häufiger von verschiedenen Leuten. Also Flair zu dissen, haben, glaube ich, sehr viele schon gemacht. Das gehört zum guten Ton. Okay. Viele Leute dissen ihn, weil er sich halt auch so leicht triggern lässt. Und dann so, er ist ein bisschen cholerisch drauf. Muss man schon...
den Leben, wenn du meine Frau einmal anguckst. Also wer noch nicht von Flair bedroht wurde, der werfe den ersten Stein. Es gibt echt wenig Leute, die noch nicht von Flair bedroht wurden. Selbst mein Cutter wurde schon von Flair bedroht. Also es ist unfassbar. Ey, ich bestimmt jetzt auch danach. Also ey, guck mal. Bingo. Passiert. Okay, als nächstes, wir machen einfach Gnu. Die ist eine Kämpferin. Sie ist mein Löwe, sie ist mein Bär, mein Architekt, mein Pilot. Gnu ist es. Die Gnu ist es. Also auch wirklich mindsetmäßig, die ist fit. Also die Frau wirklich, die... Ja, halbe das stimmt. Mami auf jeden Fall. Also die Gnu ist krass. Ich könnte mir vorstellen, die gewinnt und bleibt für immer in der Wildnis. Ja, das glaube ich auch. Also Gnu ist auch sehr fit. Wie du schon sagst, die ist körperlich, ist sie sehr, sehr gut drauf. Ja, die gewinnt und bleibt für immer in der Wildnis. Die hat ja auch, also wenn du Gnu heißt, das ist ja auch schon ein Zeichen für so mal, Wildnis. Ein Tier schon. Ne? Ist schon hier schon eins damit. Im Gegensatz zu einer Heidi Klum beispielsweise. Mhm. Ich glaube, die würde daraus vielleicht so ein PR-Drama drehen. Stimmt, und die lässt sich auch abholen. Ja, normal. Die heult rum, die nimmt das mit für hier irgendwie, dass sie dann noch einmal Werbung machen kann für eine von ihren Germany's Next Vollidiot. Ja, ja. Die macht auch zur Staffel, macht die einen Song mit Snoop Dogg, wo die ein bisschen krumm singt. Die wird safe einen Song machen. Rivalry with Heidi. Genau das. Das ist schon der Text. Ich hab's im bildlichen Auge, ich hab's einfach schon vor mir. Du hast es. Oh Gott, ist das so. Als nächstes haben wir Jeremy Fragrance. Und auf da, die Eins, der für immer. Also das Ding ist, ich könnte mir Jeremy Fragrance bei allen ersten dreien vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er trotz Gliedmaßen zu verlieren durchzieht, weil so ein Typ ist er. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass er eine Psychose so kriegt. Natürlich, also es ist ja nicht mal fernab, dass Jeremy Fragrance eine Psychose kriegt. Er hat noch keine. Oder dass er halt für immer in der Wildnis bleibt, weil er das auch für seinen Lebensstil erkennt und dann einfach 100%. Sagt so, ne, er isst die am Tag Wachteleier zum Frühstück. Ja. Und dann sagt er einfach, ich lebe jetzt bei den Wachteln. Das Einzige, was ihn vielleicht wieder aus der Wildnis rauslocken würde, wäre irgendwie, weiß ich nicht, Sauvage oder so. Ja, ich glaube auch. So, als nächstes haben wir Julian Bam. Ja. Das ist schwierig. Den kenne ich leider gar nicht so gut. Also ich kenne halt seine Videos so ein bisschen, aber da, ich weiß nicht, ich habe ein, zwei Mal mit dem gesprochen. Ich habe den auch noch nie gesehen im Leben. Nee, Spaß, ich sehe den ständig. Der verarschen kann ich mich alleine. Aber nice try. Das ist, also Ju ist wirklich auch ein Fighter, das muss man dazu sagen. Mhm. Der, also auch so ein bisschen toxisch krankhaft. Also der hat teilweise so Phasen gehabt, wo der seinen Wecker-Sound auf irgendwelche Motivationsreden gestellt hat, wo so Leute sagen, du bist ein Kämpfer, du schaffst das, weißt du, so Shit. Mein Bär. Genau, wo ich auch gesagt habe, Ju, ich glaube das nicht. Weiß ich nicht, ob das so richtig ist, das zu machen. Ja. Ich würde ihn vielleicht dann auf der Psychose sehen. Ich glaube auch. Ja, die Psychose ist ein guter Mix, weil er hat nicht genug Ausbildung für die Wildnis, dass er das jetzt schafft. Mhm. Das ist nicht da. Ich glaube auch, er ist jetzt aktuell zum Stand jetzt nicht so gut in Form wie zu anderen Zeitpunkten. Also wer ist das schon? deswegen, ich glaube, die Psychose, die ist ein ganz guter Spot. Als nächstes haben wir Julia Butix. Julia Butix ist eine YouTuberin. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Doch. Die war auch mal in den Videos von Ju. Genau, das ist eine total liebe, total tolle. Und ja, aber die stirbt halt, ne? Also ich habe die total gern. Aber also ich glaube wirklich, dass sie... Die soll doch nicht in die Wildnis. Die ist, zu lieb für die Wildnis. Nee, genau. Da kommt dann so ein Tiger und sie so, oh, das ist aber süß. Und zack. Ja. Oder halt irgendwie so eine Schlange oder so. Irgendwas, wo du... Oder so ein Spinnchen oder sowas. Mh. Ja, nee. Och, also Maus. Die stirbt direkt am ersten Tag. Und das also ist gar nicht böse gemeint. Es tut mir auch mega leid für Julia. aber so wird es passieren. Es wird so passieren. Bei Maluna. Ich sag dir genau, wie Malunas erster Tag abläuft. Sie landet auf der Insel. Sie schwimmt an Land. Sie holt ihre Sachen raus, trocknet sich, sammelt ein bisschen Holz, ne, will, bis die Sonne untergeht, noch ein bisschen Shelter irgendwie haben, ist dann abends da, hat vielleicht so ein bisschen was Pflanzliches zu essen, irgendwie Pilze oder so. Denkt sich, boah, das war ein mega guter Tag. Hat dann ihren, Feuerstahl? Mhm. Hat dann ihren Feuerstahl und denkt, okay, ich muss jetzt nur noch ein Feuer anmachen und zündet sich selber an. Und dann stirbt sie. Also ein guter erster Tag, aber sobald Feuer im Spiel ist zündet sie sich selber an. Ja. Ich glaube, das wird halt leider sein, unser kleiner Feuerteufel hier. Ja, stirbt am ersten Tag, aber spät am ersten Tag. Aber spät, also so abends so. Wo man sich eigentlich denkt, auch fast geschafft, erster Tag und dann... Schade. Schokolade. Marky Forsti. Mark Forster. Warum machst du den Kopf? Also warum machst du den Kock? Ja, Mark Forster ist neulich wieder zum Meme geworden. Es gab auf TikToks hervorragende Mark Forster-Sounds. Toll. Und das Meme war ja so ein bisschen, dass er so... Ja, wie soll man es beschreiben? Das Grundmeme war, dass Mark Forster so ein langweiliger, allmanniger Spießer ist. Wovor hast du Schiss? Eigentlich. Korrekt, ja. Aber ich stelle mir es auch so geil vor, wie er so allein im Wald ist, die Kamera läuft irgendwie und er hackt so ein bisschen Holz und dann rutscht er irgendwie ab, dann flucht er so, Mann, scheiße, Mann. Nee, warum machst du dir den Kopf, Mann? Spricht er mit sich selber genauso. Warum machst du den Kopf, ey? Nee, fluch doch nicht, das bist nicht du. Dann spricht er so mit sich selber. Was hast du gegen dich? Was hast du gegen dich?
noch so komplett beballert. Ja, insofern passt er ja in der Kategorie ja ganz gut. Ja. Ja, ich glaube, Holdrum lässt sich nach 2 Tagen abholen, sehe ich ihn. Zu 100%. Als nächstes haben wir, ich glaube, er heißt Markus Rühl. Das ist mein Idol, der gewinnt und bleibt auch für immer in der Wildnis. Das ist ja ein Bodybuilder und der Typ ist einfach eine Legende. Das Einzige, woran er sterben könnte, Proteine. Wenn irgendein Tier ihn von hinten am Rücken angreift. Weil er kann gar nicht seinen Rücken anfassen. Er ist ja so breit. Der hat so wie so ein T-Rex. Ich kann mir vorstellen, dass er für immer in der Wildnis bleibt, aber er müsste halt jeden Tag auch so ein halbes Schwein essen. Aber vielleicht isst er einfach alles. Er isst einfach auch Holz dann. Erhöht das Krebsrisiko, aber scheiß drauf, weil es muss wirken. Es ist, glaube ich, nicht weniger schlimm, als was er sonst schon gegessen hat in seinem Leben. Also nicht. 18 Kilo Magerquark rein. Magerquark 500 Gramm, der wird immer mehr ins Maul. Kann man natürlich auch als Abdichtungsmittel fürs Haus nehmen. Ey, und damals gab es ja sowas wie Chunky Flavor und so, gab es da nicht, ne? Heute ist so ein Luxus. Da hängen sie Chunky Flavor rein und alles schmeckt geil. Aber damals... 79 Cent Süßstoff rein. Es schmeckt nicht mehr, aber es ist scheißegal, muss hier reinfallen. Oder so ein Thunfisch-Proteinshake, was aussieht wie Hundefutter und auch so riecht. Schmackhaft. Hat er ja durchgezogen. Er ist ein Macher. Aber ihr wisst Bescheid, Chat, mit dem Code Rezo ist Chunky Flavor günstiger. Alles bei Moore ist dann günstiger. Es lohnt sich sehr. Ich habe davon auch ganz viel zu Hause, dank dir, ne? Sehr, sehr geil. Ey, ohne Scheiß, Nova, wenn du noch mehr brauchst, sag mir einfach Bescheid, ne? Wenn ihr auch mehr davon wollt, klickt auf den Link in der Beschreibung und haut euch den Magerquark ins Maul. Aber mit Chunky Flavor jetzt in ultra lecker. Die nächste Person ist Monte. Montana Black ist schwierig. Ganz schwierig. Er stirbt an Altersschwäche. Er stirbt an Altersschwäche. Geil. In den 7 Tagen. Ja, ey, ist halt so. Das Alter ist nicht aufzuhalten. Ich kann ihn auch gar nicht einschätzen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind gerade auch in so einem Monte-Arc, in dem er auch viel so über so seine Emotionen redet, wenn man das mal so durch ein paar Clips irgendwie auf TikTok oder so mitbekommt, wo er sich irgendwie, glaube ich, auch mehr öffnet und mehr über solche Sachen redet. Deswegen ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, dass der mit Einsamkeit sehr kämpfen würde und da halt auch vielleicht so dieses mentale Ding, also entweder, glaube ich, stirbt er an so einem Fischvorfall, so einem ganz traurigen, vielleicht bei so einem Steinfisch, wo du drauf trittst und dann ist wirklich Ende im Gelände, oder vielleicht echt so Psychose-Kram. Bin mir nicht sicher. Kann es aber dann, nicht einschätzen. Dann gehen wir mal mit der Psychose. Ja. Psychose ist das Ding. Ja. Prinz Markus stirbt am ersten Tag. Der läuft voller, also der ist noch auf Koks, während der da ankommt und läuft gegen dann den Baum. Dann stirbt er einfach an dem Entzug, weil er noch nie in seinem Leben so lange irgendwie nicht mehr seinen Stoff gekriegt hat. Genau, weil er am ersten Tag stirbt er schon, weil er noch nie 24 Stunden lang nicht auf Kokain war. Genau. So. Der Körper sagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr lassen, war. Wirklich. Es geht nicht mehr. Ja, ist richtig. Als nächstes haben wir Revi. Stirbt direkt am ersten Tag. Weil, was ist das Szenario, was dir vorstellst? Der macht irgendwas richtig Dummes. Der hat viel zu viel Energie. Dann will er da in seinem Vibe hier irgendwie so was filmen. Dann fällt ihm irgendwas auf den Kopf oder der rutscht irgendwo aus, fällt irgendwo runter. Vergisst, weil er nicht richtig zugehört hat, dass das hier ihn umbringen wird. Ich glaube auch wenn ich ihn mag, aber... Ja, ich liebe ihn so sehr. Ich liebe ihn so sehr. Aber ich glaube auch, dass er sterben wird. Ich glaube auch, dass er... Ja, das ist einfach klar. Du hast dich selber reingemacht? Okay. Ich habe mich nicht selber... Ich habe das nicht... Ich habe niemanden davon ausgesucht. Du hast es nicht gemacht, okay. Also ich habe mich nicht selber reingemacht. Also ich hätte dich gern hier reingemacht und dann hätte ich gern von dir gewusst, wie du dich einschätzt. Dann hätte ich nochmal so rausfinden können, die Sachen. Weil ich ein investigativer Journalist bin. Also, die ersten beiden auf keinen Fall. So, ich würde nicht durchziehen, wenn ich einen Arm verliere. Ich werde auch nicht gewinnend in der Wildnis bleiben. Das ist nicht mein Style. Die Frage ist, wie scheitere ich? Die Frage ist nur, wie scheitere ich? Mhm. So, scheitere ich mit einer Psychose? Scheitere ich, weil ich rumheule oder sterbe ich? Ich sehe mich eher sterben als rumheulen. Ich glaube eher, dass ich wirklich einfach irgendwie so verballert bin, dass ich sterbe. Aber ich weiß nicht genau, wie. So, ich kann mir eine Psychose auch gut vorstellen bei mir. Mhm. Chat schreibt, viele im Chat schreiben Psychose. Du bist, wenn jemand, der, glaube ich, eine Psychose kickt. So. Okay. TJ Beast Boy. Ich glaube, der ist ja gerade Vater geworden. Tuddle, ja. Ich glaube deswegen, der würde halt seine Familie so sehr vermissen, dass er rumheult und sich nach 2 Tagen abholen lässt. Good point, sehe ich auch. Weil er will einfach bei Kind und Frau sein. Ja. Tanzverbot. Ich glaube, Tanzverbot würde am 2. Tag so ein Video aufnehmen, wo er so eine halbe Stunde lang rantet gegen Seven vs. Wild. Ja. Weil er es nicht okay findet. Er ist genau auf der falschen Insel irgendwie ausgesetzt worden. Irgendwie geht's gegen ihn. Keine Ahnung, irgendwie so. Sowas. Ja. Und dann würde er dementsprechend sich an Tag 2 abholen lassen. Also das wäre so das Szenario. Jo. Trimax? Der hat eine andere Genetik als wir alle. Trimax gewinnt und bleibt für immer in der Wildnis. Ja, stimmt. Der das ist wirklich einer, der braucht auch keinen Schlaf, ne? Irgendwie, nein, der braucht keinen Schlaf. Der hat nie IRL-Durst. Ich glaube, das ist jemand, IRL-Durst? Wirklich. Ich habe irgendwie Real-Life-Durst. Ich glaube, der hat so ein anderes, der lebt auf einem so anderen Planeten, bei dem sind so krasse Ogre-Gene auch drin. Ich glaube, der wird das, der ist auch 15 Meter groß. Also der
da brauchen wir gar nicht drüber reden. Unge, ich glaube, Unge kriegt eine Psychose, aber anders als jetzt die anderen. Also jeder hat ja seine eigene Psychose. Ja. Ich glaube, Unge kriegt eine Psychose, weil der ist ja manchmal schon, schreit der auch manchmal auch rum. Und du denkst, okay, warum schreit der jetzt so laut? Ja, weil das ist manchmal ein bisschen so. Der kriegt, glaube ich, so auf so eine Art eine Psychose, dass er so, ihr habt da ja so unterschiedliche Inseln, zündet dann so seine Insel an und du siehst irgendwie, ne, du bist da so und guckst, ah, warte mal, da ist ja Rauch irgendwo und gehst an den Strand und siehst so, oh shit, die Insel, die brennt ja irgendwie, das ist ja voll krass. Und dann guckst du ins Wasser und da ist irgendwie Unge und schwimmt auf dich zu mit einem Messer im Mund. Und das ist so seine Art von Psychose. Okay. So, er geht einfach von Insel zu Insel und lootet alle. Er macht da so ein Battle Royale Shit draus. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh Gott. Er tötet alle. So, weil er will die Insel für sich haben. Ja, das ist ja auch offensichtlich sein Ding. Inselkönig. Ja. Und Frank Thelen, was der machen wird, ist, ich glaube, wenn er so eine kritische Frage gestellt bekommt, dann läuft er einfach weg. Also er muss nur einmal eine kritische Frage denken und dann läuft er weg und läuft ins Wasser und stirbt, weil er trinkt im Wasser. Okay, geil. Ey, okay. Ja, das war's. Das hat jetzt doch länger gedauert, als ich dachte. Dann dir noch einen wunderschönen Abend. Mach ich. Bis ganz bald. Tschüss.